Hallo meine lieben Freunde, Busterflex ist wieder da mit einem neuen kleinen Projekt, Mother Dry. Auf Deutsch versuche ich das so gut wie möglich zu machen, denn ihr wisst ja, für alle die mich kennen, ich game ja mit dem Shepherd 82 Earthbound. Das ist sozusagen Mother 2, das einzige, das damals in Amerika rausgekommen ist auf Englisch, und das ist eine Fan-Translation, wie ihr das gerade seht, ist für den Game Boy Advance rausgekommen im Japanisch und ein paar Fans haben das übersetzt, aber ich will gar nicht so viel labern, mache ich sowieso die ganze Zeit. Ich zeige euch dieses Spiel, es ist wirklich absolut mein Lieblingsspiel zurzeit. Ich habe es fertig gespielt und jetzt will ich euch auch daran teilhaben lassen, an diesem wundervollen Spiel. Dann viel Vergnügen in Mother Dry. Jo, und hier können wir schon unsere Charaktere auswählen. Das ist der jüngere Zwillingsbruder, ein sehr lieber Junge, nämlich. Und ich nehme die Originalnamen, das ist der Lukas. Und der ältere Zwillingsbruder und ein sehr energetischer Junge, auch mit einem roten Haarschopf hier zu erkennen. Das ist Klaus. Ups, Lukas ist umgefallen. Und der strenge, aber liebe und sehr zuverlässige Vater, denn der heißt Flint. Und die geliebte Mutter natürlich, in Mother Dry ist die Mutter eine Hauptrolle, und hier in diesem Spiel, Hinawa, spielt in einer gewissen Art schon eine Hauptrolle da. Und der brave und kluge Hund, Boni! Ja, willkommen in der Familie, Boni! Und was essen wir denn gerne? Wir essen gerne Omelettes, yeah! Und was mögen wir? Das ist Liebe! Natürlich mögen wir die Liebe! Cool! Ah, ich darf gar nicht so viel spoilern, denn ich hab die ganze Geschichte hinter mir, ist wirklich super. Textspeed, das lassen wir auf Medium, Window Color. Was ist denn angenehm wie die Augen? Ich glaube, Peanut ist angenehm. Und dann geht schon ab. Das ist Lukas, Boni, Klaus, die Omeletten, Flint, Hinawa. Das ist okay. Willkommen zur Welt von Mother Dry. Nowhere Islands. Hier spielt sich also die ganze Mother Dry Geschichte ab. Und die Musik gefällt mir fast noch besser als auf Earthbound, muss ich sagen. Ist wirklich super schöne Grafik, passt wirklich gut, finde ich. Und wir sind in Tasmilly Village. Wohnen wir? Und irgendwo hinter dem Sonnenscheinwald. Ja, wo sind wir denn hier? Hinter dem Sonnenscheinwald ist eine kleine Hütte. Das Zuhause von Alec, Hinawas Vater. Klopf, klopf. Lukas, wie lange willst du noch schlafen? Komm, steh auf, so können wir uns zusammen spielen. Komm, steh schon auf. Die Dragos haben ihre Babys mitgebracht. Die sind wirklich süß. Schnell, behalt dich. Ah, oh, wir sind solche Schlafmützen. Ups. Oh, und verstrubbelt. Oh, müde gehen. Oh, es ist wirklich schon so früh. Oh. Wir sind immer noch dasselbe verknautschte Bettgesicht wie immer. Ja, dann gehen wir mal noch mal gucken. Achso, nicht mal in Ruhe schlafen können wir. Und das ist wohl unsere Mutter. Und wenn wir hier dashen... Können wir dashen? Guten
Morgen, Mr. Schlafmütze Lukas. Klaus ist schon seine ganze Weile aufgestanden und spielt mit Dragos. Ja, okay, dann gucken wir doch mal. Was? Du wirst in deinen Pyjamas rausgehen? Sofort hoch, rauf und wechsel deine Klamotten. Nö, machen wir nicht. Dann kannst du drin bleiben in deinen Pyjamas für den Rest deines Lebens. Ist ja gut, ja. Dann gehen wir nach oben und in angenehmere Klamotten. So, wir sehen gut aus. Ah, ja, yeah, wir können dashen. Das finde ich ja gut. In Earthbound können wir nur ganz langsam laufen, aber hier haben sie Dash. Bang. Au, ich ergebe mich. Und wir haben Nussbrot erhalten. Wenn wir in unsere Mutter dashen, bekommen wir Nussbrot von ihr. Das ist gut zu wissen. Also, auf jeden Fall einmal bekommen wir das. Und ich entschuldige mich schon, wenn ich mich verheddere beim Übersetzen. Denn das ist wirklich schwer, das so aus dem Stegreif einfach so zu übersetzen. Und wer ist denn hier? Oh, du bist jetzt auch aufgestanden, kleine Schlafmütze. Ja, heute ist der Tag, in dem ihr wieder zurückgeht. Ich werde euch wirklich sehr vermissen. Ja. Und Hühnchen, kluck, kluck. Bist du auch schon wach? Kluck, kluck. Ich finde es cool, dass man mit allem reden kann. Kluck, du Spätaufsteher. Und juhu. Und was sagen uns die Schweine? Oink, oink. Was das Schneiden neben mir sagt, das beunruhigt mich sehr. Ja, was sagt's denn? Oh, mach dir keine Gedanken darüber. Alle Kühe, egal was sie denken, die gehen immer. Das wird sehr nützlich sein, wenn du dir das merkst. Okay. Ja, mal gucken. Wir können uns hier mal umsehen. Wo ist denn Klaus hingegangen? Eine Geschichte ist eine Serie von Erinnerungen. Und Erinnerungen, die zusammen mit anderen Erinnerungen erinnert werden, werden dann wieder zu Erinnerungen. Wenn du dir keine, nicht unbedingt diese Erinnerungen möchtest bewahren, dann wirst du sie vergessen. So bitte erzähl uns Fröschen immer deine Erinnerungen von allem, das du bis jetzt erlebt hast. Manche Leute nennen das auch Saven. Jetzt, hopp, willst du dein Game saven? Ja, nö, mach ich nicht, denn das funktioniert leider nicht. Ah, sei wieder vorsichtig. Ich gebe, nun gib die besten Grüße am nächsten Frosch, den du triffst. Ja, das ist die Save-Funktion hier in diesem Spiel, in diesen kleinen niedlichen Fröschen. Und leider kann ich durch ein, keine Ahnung, vom Emulator her nicht speichern. Ich kann nur freezen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr werdet davon nicht viel merken. Und ich glaube, oh, hier sind die Dragos. Bang! Oh! Ich bin geschafft. Ich habe schon den ganzen Morgen gespielt, zu kämpfen mit den Dragos. Das sollst du auch spielen, Lukas. Okay. Hier, versuche einen Drago zu rammen. Klaus! Lukas weiß doch noch gar nicht, wie man in Sachen reinrammt. Doch, ich habe doch meine Mutter gerammt. Lukas! Versuch dir vorzustellen, ein Ding namens B-Knopf. Und dann hältst du diesen B-Knopf für eine Sekunde und dann lässt du ihn los. Und wenn du das tust, dann wirst du dashen. Und mit dieser Dash-Fähigkeit kannst du in die Dragos rammen. Klaus, zeig ihm mal ein Beispiel. Okay, ich glaube, das haben wir ja schon zu Genüge gesehen. Bang! Das ist niedlich animiert, finde ich. Ja, genau so. Jetzt bist du an der Reihe, Lukas. Schnell, versuch's mal. Okay, das soll ja kein Problem sein. Du wirst nie Erfolg haben mit solch einem Gesichtsausdruck. Jetzt,
Erhol dich einfach, relax und geh rein und ramme die Dragos. Okay, kann ich auch eigentlich auch einen kleinen rammen? Bang! Okay, der fällt nicht dumm. Bang! Sind wirklich niedlich, diese Dragos. Okay, kann ich es nochmal machen? Duck! Ich glaube, ich habe genug geübt. Ist ja nur ein Spiel. Je härter du in sie reinrennst, umso mehr mögen es die Dragos. Aus dem Weg! Schnell, aus dem Weg! Ich bin die großartige Mole Cricket! Das Kleine hat Angst. Jö. Ich kann einfach nicht in Ruhe stillsitzen, wenn ich jemanden höre. Spielkampf! Ich werde euch alle dem Erdboden gleich machen. Wenn ihr mich in den Weg stellt, dann werdet ihr in einer Welt des Schmerzens enden. Okay, unser erster Kampf. Wir haben die Mole Cricket encountered. Und das Game System ist eigentlich ziemlich ähnlich wie bei Earthbound. Aber vielleicht, ich bin ein Noob, ich muss wirklich sagen, wir haben ein Rhythm System. Das kann ich mal versuchen zu zeigen. Wir können Combo-Attacken ausführen, wenn wir im Beat des Gegners kämpfen. Aber man hört diesen Beat eigentlich nur wirklich ganz deutlich, wenn man den Gegnern einschläfert. Aber probieren Sie es mal aus. So, mal kämpfen. The Mole Cricket used a biting attack. Die haben uns gebissen. Okay. Ja, ich habe 2 Hits gemacht. Immerhin. Aber vielleicht schaffe ich das noch im Beat. Genau, ich habe wieder 2 Hits gemacht und Smash Attack. Okay, gut, schon weg. Mole Cricket hat schon aufgegeben. Yeah, wir haben gewonnen. Wir haben 2 Experience Points bekommen. Ganz viel. Sie schon ganz sieht Sterne. Ah, ich habe da wirklich mehr Rückgrat, als ich gedacht habe. Wenn ihr mögt, kann ich euch mal persönlich trainieren, wenn ihr mögt. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann werde ich im großen Mole Cricket Hole Stadion sein. Ich freue mich schon, euch dort zu treffen. Bro. Ups. Was war das? Das ist ja Hinaba, unsere Mutter. Oh, ich bin irgendwie auf eine Mole Cricket getreten. Ich hoffe, ihr geht's gut. Okay, das war vielleicht das letzte Mal. Hey, Lunch ist fertig. Kommt, alle. Ich habe euer Lieblingsessen gemacht, Jungs. Omeletten. Oh, Lunch, Omeletten. Yay. Ich bin zuerst da. Du auch, Dad. Na gut. Hört mir mal zu, Leute. Hier, ich erkläre euch, wie das Saven funktioniert. Redet mit Frösch. Das ist, wie man in diesem Spiel saved. Du solltest so oft mit Fröschen reden, wie ihr könnt. Und es ist absolut gratis zu saven. Aber jetzt wieder zurück zur Story. Hey, wartet auf mich! Ich hoffe, ihr habt mir ein paar Omeletten aufgespart, oder? Was ist dein Lieblingsessen, Mom? Oh, es sind auch Omeletten? Dann ist also dein Lieblingsessen das gleiche wie unseres. Boah, das passt ja super zusammen. Wenn wir fertig sind mit Essen, dann müssen wir uns wirklich bereit machen, nach Hause zu gehen. Wir müssen durch den Wald gehen. Und deswegen müssen wir sehr früh losziehen morgen. Ach, sei nicht albern. Die Kids können es ja selbst alleine zurückschaffen. So sicher ist es hier bei uns. Ich denke, sogar du könntest es schaffen, Lukas. Hahaha.
Oh, ist fies, du Lukas. Lieber Flint, wie du gesagt hast, dass sie es tun würden, sind unsere Kinder die ganze Zeit rumgeraunt in den Bergen, ohne je müde zu werden, seit dem Moment, wie wir angekommen sind. Klaus ist immer so voller Energie, wie immer, und Lukas ist immer noch ein bisschen verstört. Aber keiner von beiden ist je müde zu spielen. Mein Vater ist irgendwie traurig, dass wir schon bald wieder nach Hause gehen, denn er hat die Kinder schon so lange nicht mehr gesehen. Aber wir sollten heute Abend zurück sein. Ich habe vergessen, wie schön und erfrischend die Bergluft ist. Und denn wir sind immer in diesem Schafgeschmack zurück in Tasmilly Village. Ich muss jetzt wirklich mal wieder hierher kommen. Das nächste Mal, wenn wir herkommen, fragst du einen Nachbar, dass er auf die Schafe aufpassen kommt. Da können wir als ganze Familie herkommen. Lukas, Klaus und ich, wir denken immer an dich. Wir werden heute Abend zusammen essen und ich mache deine Lieblingsomeletten. Mit großer Liebe, deine liebste Hinawa. Boah, das war ein wenig zu schnell zum gut übersetzen, aber ich hoffe, das hat geklappt. Und Briefpost hat's gegeben. Oh, oh, was ist denn das? Dann mache ich hier einen Cut.